So, weiter geht's heute mit dem nächsten. Mit der nächsten Transferperiode. Und von mindestens 70 Millionen, ansonsten können sie es knicken. Weil ich muss ja auch immer ein bisschen gleichwertigen Ersatz holen. Angebote ablehnen, lass mich einfach nur in Ruhe. Wenn ihr, mit so billig Angeboten kommt, habe ich keinen Bock drauf. So. Oh, nächste Dings. Pech. Timo Horn, ne? Da könnte man drüber reden. So, mal gucken, ob er kommen würde. Ich habe noch eine Idee. Aber ich glaube nicht, dass er kommt. Ich glaube nicht, dass er von der Dings her kommt. Das wäre es natürlich, wenn ich den Neuer quasi zum Ende seiner Karriere normal zumindest 4 zurückholen würde. Mal gucken, ob er kommen würde. Gehen würde, hätte die Kohle fast wieder drin. So, jetzt bei FC Bayern und damit haben wir tatsächlich Manuel Neuer für Minimum erstmal für die Zeit zurückgeholt im S04. Ein 38-Jähriger für 20 Millionen. Aber okay, wir müssen ja ein bisschen was tun für die Mannschaft. So. Warte mal, Baku, der kann schon noch. Ja, der Costa versucht ja auf links, selber der links spielen müssen. So, Neuer kriegt natürlich seine Stammnummer 1.
passiert in den nächsten Tagen, falls jetzt noch was kommen wird. André und Anna, ja klar, die mussten natürlich auch reagieren. Die mussten natürlich reagieren. Wir haben schon einige Neuzugänge. Mal gucken, wer jetzt noch gehen. Wir werden natürlich jetzt nochmal Mega-Angebote reinkommen. Ich probier's mal, ob ich die, wenn ich die auf der Transferliste setzen kann, vielleicht nochmal was probieren. Aber da werde ich nochmal definitiv nachreagieren müssen. Ist es einfach nur jetzt mal, ich guck mich nochmal an. Horn ist abgegeben. Das ist erstmal gut. Das heißt, Dave ist schon mal weg. So, jetzt gucken wir, was Till Roseson bringen würde. 63 Millionen wollen sie erstmal haben. Mal gucken, ob sie sich. Ob sie es nehmen würden. Weil sollte die Rose gehen, könnte Havertz als Alternative kommen. Zumindest soll er dann kommen. Also zumindest noch ein paar Kandidaten gehen. Transferangebote für die Rose. Ja, da sind noch ein paar Transferangebote reingeflattert, klar. Brighton möchte ihn haben. Mindestverkaufssumme 70 Millionen. Ich meine, der hätte ich auch noch Kalajdzic vorne drin als Alternative. Delegieren, Hertha möchte den haben. So. Dass die Hertha anfangen mit Geld in sich zu schmeißen, ist ja wohl ziemlich bekannt momentan nach dem Investor. Vielleicht. Ja, mal gucken, wir kommen. Wir haben ja von uns, haben sie glaube ich 20 Millionen oder so, oder 30 Millionen bekommen. Zwergebote von Musiala. Sporting. Möchte ihn unbedingt verpflichten. Da gehe ich aber auch nicht unter 30. Was passiert halt noch. Oh, Transferangebot für Rashica drin. Was hat denn der? Oh, der hat. Delegieren, komm. Legt mir was von 50 Millionen hin, dann passt das soweit. Oh, warte mal, ich mach das anders, ich delegiere den. Entschuldigung, so war das, habe ich nicht gedacht. Scheiße. Ah, Mann! Da habe ich mich verdrückt von der Taste R. Krieg ich da nochmal rein, den Transfer? Nein, krieg ich nicht. Scheiße! Da habe ich, weil ich mich verdrückt habe. Ich dachte, ich kann das auch nicht mehr rückgängig machen. Da sind noch trotzdem Angebote reingekommen. Rashica, oh nee. Ja, hab ich gehabt. So, verhandeln.
gucken, ich kriege noch 55 gehandelt. Das wäre nur die super eigentlich irgendwo. Aber für das Geld möchte ich mir gerne wieder Rodrigo noch verpflichten und dann noch einen starken Innenverteidiger. Neue Transferangebote. Kriegen wir es hin? Mit 55 Millionen? Die Frage ist, ich wollte ja ein bisschen weniger zahlen. Dann nehmen wir mal 52. Vielleicht würde ich einen. Okay, passt vom Angebot her. Dann geht Rashica jetzt für Fahnen mal. Ah, komm. Für Spieler, den ich eigentlich für lau gekriegt habe, geht da, könnt ihr dann mal wechseln. Das heißt, wir würden nochmal 60 Millionen einnehmen, knapp. Monatsangebot. Monatsupdate für die Jugendmannschaft. Damit sich das Rashica im Monat links hat. Alario, okay. Zentrale. Haaland, Moment. Ah, ne, es ist immer noch. Schade, ich dachte, der wäre jetzt auf dem freien Markt. Das wäre natürlich super, aber das wäre klasse, dann hätte ich versucht, direkt zuzuschlagen. Aber 300 Millionen, die habe ich nicht eben. Das ist der sagen kann, den kann ich unbedingt so viel Geld loswerden. Oh, Transferangebot für Hunziker, Florian Hunziker. Dann nehmen wir das mal Angebot mal an. Und dann mache ich mal Folgenende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es wieder mit Transfers rum. Nein, da geht es aber erstmal das Finale mit dem Supercup.